Ja, hallo, also wir sind es wieder von der Fachschule für Gartenbau, der Sebastian und die Katharina. So ist es. Und heute ist der zweite Tag von unseren Vorbereitungen. Da hierin wird überall mächtig gewerkelt und geschuftet. Und wir haben irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir im Wald stehen. Kannst du dir irgendwie erklären, was das Ganze zu bedeuten hat? So Folie ausgelegt, Bambus überall und so weiter? Also ich weiß jetzt auch nicht, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob die Kollegen hier soweit sind, dass wir am 12. und am 13., wenn die Ausstellung stattfindet, in Position sind und alles wieder toll ist. Sebastian, ich würde sagen, wir rauschen jetzt einfach mal los. Ja. So, wir sind im Zeichensaal, beziehungsweise dem, was davon übrig geblieben ist, weil hier ist jetzt ein riesiger Tunnel aufgebaut worden aus weißem Vlies. Überall riecht es schon total intensiv nach Rindenmulch. Pflanzen sind schon dekoriert worden und warten jetzt darauf, hübsch in Szene gesetzt zu werden. Birkenstämme unten und ja, unglaublich. Ich weiß auch nicht, mit dem Tunnel, kannst du dir was vorstellen? Na, ich erkundige mich einfach mal. Pass mal kurz auf. Ich hab da schon Mitarbeiter entdeckt. Michael, komm mal her. Komm, sei so gut und erzähl doch mal einfach ganz kurz, ihr habt ja schon mächtig was zerrissen da herin. Wie geht's denn jetzt weiter? Was muss man sich vorstellen mit diesem Tunnel? Kümmern die Seiten nur nach unten? Kurzen Umriss, erzähl mal, was passiert denn noch weiter? Also, man wird da dann einigen, wenn die Ausstellung ist, das wird noch alles komplett nach unten gerollt, so dass man in einem Tunnel ist, in einem richtigen Tunnel. Aber man sieht ja dann von da draußen gar nichts mehr, wenn ihr die Seiten nach unten lasst. Da kommen dann noch Fenster rein, wo man dann die Akzentpunkte anschauen kann und dann am Schluss dann das Highlight. Und Pflanzen sind nicht schon da. Am Schluss da das Highlight? Was muss man sich unter am Schluss da das Highlight vorstellen? Überraschung. Okay, aha. Also gut, dann haben wir nur einen Grund gespannt zu sein und dann war mein Vorschlag jetzt einfach weiter rauschen. So, ihr Lieben, jetzt haben wir in einem Klassenzimmer, da waren wir gestern noch nicht herin. Die Leute haben gestern noch ganz normalen Unterricht oder sogar Prüfungen gehabt. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall haben die gestern noch gar nichts gemacht gehabt und haben heute in sehr, sehr kurzer Zeit ziemlich viel geschafft. Was es genau wird, ich konnte es mir noch nicht erklären und Katha wird mir nachfragen. Ich werde fragen. Und zwar sieht man hier schon irgendwie Rollrasen. Wir fragen mal die Rollrasenmenschen, was es hier mit auf sich hat. Hallo, die Galabauer, auch mit in unserer Frühlingsausstellung. Aha. Erzähl mal kurz, was macht ihr hier mit dem Rollrasen? Also wir bringen unseren Gästen das Thema Rasen ein bisschen näher. Mhm. Von Rasenkrankheiten über das Verlegen von Rollrasen, über verschiedene Maschinen, die man verwenden kann zum Rasen herstellen. Mhm. Ja. Und hier ist noch ein zweites Thema in dem Raum, nicht nur Rollrasen, sagtest du? Nein, unsere Kollegen hinten im anderen Bereich vom Raum bringen das Thema Giftpflanzen ein bisschen näher. Geht so weit, bis sie wollen eine Ausstellung machen über Berauschende Pflanzen, sowas? So. Richtig, genau, mit Schnapsbrennanlage, Destillieranlage. Wow! Was Interessantes auch. Mit Ausschankgenehmigung natürlich, ne? Klar. Ja, okay, also da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen auf der Frühlingsausstellung, würde ich mal sagen. Natürlich wegen dem Rollrasen, der sieht ganz toll aus. Ja, also ich würde sagen, wir schauen uns das morgen nochmal an, was hier so ist mit Schnapsbrennerei und so. Also viel Spaß und viel Erfolg noch weiter hier beim Aufbau, ne? Und ja, ich würde sagen, ne, wir rauschen weiter. Cool, guck mal, der Baum da, das ist ja auch total abgefahren. Ah, da ist ja viel Pferd drin. Mhm. Komische Sache. Ja, und der Bambus und deine Wurzeln liegt eigentlich nach unten? Aha, das Grüne nach unten. Da erkundigen wir uns oben, ja, würde ich auch sagen. Mhm. Okay, ja, total krass. So, ja, wir sind im nächsten Raum total eingenommen von den Galabauern, den Gartenlandschaftsbauern. Hier sieht man, dass man nicht nur mit Pflanzen arbeiten kann, sondern eben auch mit Steinen als Gärtner. Ja, obwohl dieser Baum, ich würde sagen, wir wissen's auch nicht. Wollen wir da mal irgendwie fragen, was dieser komische Baum auf dem Kopf zu bedeuten hat? Ja, Mann, das interessiert mich besonders. Und ich mach's auch ganz kurz. Mhm. Junge Mann, hast du mal ganz kurze Sekunde Zeit für mich? Okay, ganz kurz. Man sagt ja, da herin ist ja wahnsinnig was vorwärts gegangen. Da ist ja gestern noch fast nichts passiert gewesen und heute ist schon ein ganz ernsthafter Garten entstanden. Was mich jetzt besonders interessiert, also ihr stellt ja verschiedene Pflastermethoden und sowas vor. Was hat es mit dem Baum auf sich? Also für mich schaut es ja aus, als da die Wurzeln nach oben. Gehört es so? Ja, das geht schon so. Steckt. Die sind ja Aussprecher. Okay, also man soll sich überlegen, bin ich da schon richtig überhaupt herin? Also ich überlege es mir nämlich schon gerade, wenn ich sehe, wie der Saal gestern ausgeschaut hat. Also das ist das Motto quasi.
Ja, Garten der Sinne. Okay, also. Da sollte der Sinn gleich auf den Baum. Auf den Baum gelenkt werden. Okay, alles klar. Also bei mir hat es schon mal funktioniert. Die anderen Sinne kommen ja noch. Der Lichtsinn kommt noch zum Tragen und Gehörsinn mit Wasserspiel. Okay, aber da bis dahin ist noch viel zum Arbeiten, glaube ich, oder? Ja, also ich denke mal, ihr seid ein ganzer Haufen Leute, aber eine ziemlich fleißige Truppe, so wie das ausschaut. Okay, dann schauen wir vielleicht morgen nochmal vorbei und vielleicht gibt es dann schon mehr für diese Nähe, okay? Und jetzt rauschen wir erstmal weiter. Also, wir sind jetzt fast am Schluss und da haben wir entdeckt, dass sogar an die Kinder gedacht worden ist. Es gibt eine kleine Kinderecke und da gibt es jetzt zufällig mal keinen Sand, sondern Rindenmulch zum Spülen, der ganz toll riecht. Und ja, also ich habe mächtig Spaß da herin. Mal schauen, wie es die Kids morgen geht. Wie findest du Rindenmulch als Spielmaterial? Ich finde es ganz, ganz toll. Aber ich glaube, ich habe sowas gehört, dass es doch noch ein bisschen Sand hinkommt. Bisschen Konvention muss ja auch sein, ne? Aber fragen wir doch mal jemanden, der sich damit auskennt. Hallo! Ja, du bist hier mitverantwortlich für den Aufbau der Kinderecke? Genau, so sieht's aus hier. Für Spiel, Spaß und Freunde der Kinder hier. Wow, okay. Guck mal, da ist sogar ein Strandkorb. Da kommt dann noch Sand hin, ja? Genau, da kommt morgen nochmal Sand hin. Heute ist leider noch alles gefroren draußen. Aber wir sehen zu, dass wir morgen den Sand reinkriegen. Ja, ich meine, die Witterung muss ja auch ein bisschen mitspielen, ne? Klar. Aber sieht schon mal sehr schön aus hier mit so ein bisschen Sitzecke und so. Wird denn da auch so für... Und malen, genau. Alles für die Kinder. Okay, und von gärtnerischer Hand betreut dann quasi? Wunderbar, machen wir. Ah, ja, ich meine, den Nachwuchs muss man ja auch entsprechend ködern. Ne? ja, und ich würde sagen, war jetzt erstmal unser Rundgang für heute. Ne? Vielen Dank, wir werden morgen wieder da sein und schauen, was der Sand so macht, der Gefrorene. Ne? ja, und ich würde sagen, wir rauschen für heute ab, oder? Ja, absolut. Und ja. Ja, wir sind im Außenbereich hier bei den Lustergräbern und schauen uns mal an, was die Friedhofsgärtner hier alles Schickes gemacht haben. Die Gräber schön hergerichtet und ja, sieht schon ganz toll aus, oder? Also finde ich auch, ja. Mir fällt gerade auf, dass das Grab von meiner Oma immer nicht so toll ausschaut. Vielleicht kann ich das auch irgendwann einmal aufbrezeln. Ja, ich habe gerade durchgezählt, es sind ungefähr 16 Gräber, ihr seid ja schon ganz schön weit. Dominik, was habt ihr denn noch weiter vor? Erzähl doch mal ein bisschen. Servus. Also, wir sind hier die Friedhofsgärtner, ich und... Der Ritschi, servus. Und nicht, dass wir hier die heißesten Typen wären am ganzen Platz, aber zurück zu den Gräbern. Wir haben die jetzt hier als abgedeckt, wie man schön sieht, mit Charmezyparis und Nordmantanne, Fünfmalein. Ja, mit einer schönen Friedhofsschale, nein, natürlich Frühjahrsschale drauf. Macht uns mordsmäßig viel Spaß, das Wetter ist toll. Es scheint gerade ungefähr seit 20 Minuten die Sonne, sonst haben wir hier minus 5 Grad. Ja, was kann man sonst noch sagen? Ja, Ritschi, ergänz mich mal bitte. Ja, du hast schon das Beste gesagt. Wir haben natürlich die Umrandungen geschnitten, was dazugehört hat, alles sauber gemacht, Schnittmaßnahmen durchgeführt.